Montag waren die Semesterferien vorbei und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich Schule abbrechen, habe das dann am Montag übernommen, die Firma. Fachkräftemangel ist ja so ein Sprichwort, was immer viel rumgeht, auch in den Medien. Das sehe ich jetzt nicht so. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt gerade ein spannendes Thema, dass die Angebote von uns schreibt eine künstliche Intelligenz. Diese Folge wird präsentiert von karriere-bremen.de, das regionale Job- und Ausbildungsportal für Bremen, Bremerhaven und umzu. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen. Hi, mein Name ist Maximilian Salzer, bin 30 Jahre jung, komme aus Bremen und habe vor knapp 8 Jahren die Firma von meinem Vater übernommen, den Bremer Baumdienst. Mit 22 Jahren? Genau, relativ jung damals und mein Vater ist damals verstorben, verunglückt. Ich war noch relativ jung, 22, war damals im Studium und habe das dann abgebrochen damals. Habe dann gesagt, Mensch, studieren und die Firma übernehmen ist ein bisschen schwierig. Drittes Semester. Genau, drittes Semester. Sonntag bzw. respektive Montag waren die Semesterferien vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich Schule abbrechen. Habe das dann am Montag übernommen, die Firma. Waren damals noch relativ klein tatsächlich, also 11, 12 Mitarbeiter. Relativ überschaubar und wie das halt, ja, ich sag mal so, im Mittelstand ist, respektive war, ist natürlich dementsprechend, dass die Prozesse, Automatisierung, das war alles nicht digital, war sehr offline-lastig. Und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das dementsprechend ein bisschen zu ändern, die Prozesse zu automatisieren, alles zu digitalisieren, zu optimieren. Und jetzt sind wir mittlerweile knapp 60 Mitarbeiter. Krass. Ist Gott sei Dank die letzten Jahre so an sich ganz gut gelungen. Respekt. Also es klingt irgendwie der Montag und Dienstag und die Wochen und Monate nach totaler Überforderung. Also nicht nur emotional, sondern vor allem auch irgendwie das in alles reinarbeiten, reinfinden. Ich glaube auch, was immer ein Punkt ist, wahrscheinlich in so einer Situation sich den Respekt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verschaffen. Auf jeden Fall. Das war natürlich erstmal, wenn man aus dem Studium kommt, ganz anderen Tagesablauf gewohnt ist, sagen wir es mal so, war das natürlich erstmal komplett Neuland. Also die Branche an sich war ich schon so ein bisschen gewohnt. Ich habe zwischendurch mal in den Semesterferien etc. bei meinem Vater gearbeitet. Aber natürlich dieses ganze Thema Mitarbeiterführung, Kundenbetreuung, Kundenberatung, Prozesse, Angebotserstellung, Rechnungserstellung, das war jetzt natürlich nicht so die Themen, mit denen man im Studium regelmäßig Kontakt hat, respektive mit denen man sich beschäftigt. Und da war es natürlich erstmal so ein bisschen die Basic. Fängt an mit der BWA, betriebswirtschaftliche Auswertung, etc. Ja. Das fängt ja so langsam an im Studium. Klar, man sich mal so ein bisschen mit beschäftigt, aber noch lange nicht, dass man das wirklich dann im realen Geschäft sozusagen umsetzen kann. Und der Druck ist ja auch nochmal ein anderer, wenn man selbst dann dafür haftet, ne? Absolut. Irgendeine mal im Studium aufzustellen. Das ist Theorie und Praxis. Das habe ich natürlich dann brutal gemerkt. Ja. Und das war natürlich war interessant. Ich habe mich sozusagen der Aufgabe da gerne gestellt, habe auch gesagt, Mensch, Studium breche ich ab. Ja. Ich habe vorher noch meine Ausbildung gemacht in Hamburg zum Fach Agrarwirt. Das war auch in dem Bereich im Prinzip für die grüne Branche. Ja. Und das war natürlich dann so eine ganz gute Grundlage, sage ich mal. Also auch gerade was die Sachen angeht, im Prinzip für die Baustelle, ne? Pflanzenkunde, etc. ist ja auch letztendlich eine gute Grundlage, eine wichtige Grundlage, die ich natürlich jetzt als Geschäftsführer auch brauche, aber die nicht so wichtig waren wie damals, ne? Als ich wirklich noch mit auf der Baustelle war oder noch beim Kunden vor Ort war, Beratung durchgeführt habe, etc. Und das ändert sich natürlich dann dementsprechend, wenn man dann von 10, 12 Mitarbeitern auf 50, 60 wächst, schlüpft man ja in eine ganz andere Rolle rein. Definitiv. Da bist du letztendlich dann nicht mehr sozusagen in den Prozessen selber tätig, sondern bist du letztendlich ja eher so ein bisschen aus der Metaebene auf die Firma und hast natürlich auch eine ganz andere Aufgaben, andere Tätigkeiten. Ne? Was bist du denn gerade dann noch so? Motivator und Haftungsperson? Haftungsperson auf jeden Fall. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Aber primär natürlich letztendlich auch Onboarding, Recruiting, Automatisierung, Prozessautomatisierung, Digitalisierung, ganz wichtiges Thema, Marketing. Also das sind so meine Streckenpferde, mit denen ich mich jetzt wirklich beschäftige, die letztendlich auch oder Kundenbeziehungen aufbauen, sowas. Ne? Großkunden, das betreue ich noch dementsprechend, wie zum Beispiel Deutsche Bahn, das ist ein Großkunde von uns, für die machen wir sehr, sehr viel. Also mittlerweile auch bis nach Osnabrück, bis nach Hamburg, bis nach Berlin, also überall tätig eigentlich. Und das sind natürlich solche Sachen, so gerade die mir auch wirklich Spaß machen. Gewinnt man so einen Kunden dann auch bis Berlin? Geht das rein über den Preis oder über gute und zuverlässige Qualität? Oder wie setzt sich das zusammen da? Das ist natürlich zum einen ist das sozusagen der Preis entscheidend, klar. Aber mittlerweile ist es tatsächlich so, dass bei der Deutschen Bahn, da muss man halt in der Branche muss man eine gewisse Größe haben. Ja.
Da ist natürlich, wenn du 15, 20 Mitarbeiter hast, dann ist es so, dass dann kannst du vielleicht eine Strecke anbieten, respektive sozusagen durchführen. Und das ist natürlich immer so ein Punkt, die hast du natürlich dann schnell voll. Dann bist du wirklich ein Jahr beschäftigt mit so einer Strecke. Und die Deutsche Bahn, die hat sehr starke oder sehr hohe Anforderungen und da kommt natürlich auch nicht jeder rein. Also hast du schon so eine gewisse, ich will nicht sagen Monopolstellung, aber fast so eine Oligopolstellung, dass halt nur, ich sag mal, wirklich sehr, sehr wenige Anbieter dort tätig sind. Und so sind natürlich auch dementsprechend, geben dann auf eine Ausschreibung teilweise zwei Leute, bieten dann darauf. Okay, Also wenig krass. tatsächlich. Ausschreibungen klingen aber immer nach guter Bezahlung. Ja, Ausschreibung ist tatsächlich gar nicht verkehrt. Vor allem, wenn man natürlich letztendlich 5 Jahresverträge hat. Ne? Ja, Das klar, ist dann fünf bis stimmt. sieben Jahresverträge. Da hat man natürlich eine gute Planungssicherheit, auch gerade was den Fuhrpark angeht. Wir müssen ja etliche Maschinen anschaffen, Ja. Bagger, Großkräne, Fellkräne und das natürlich auch, da geht man natürlich auch eine gewisse Investitionsvolumen ein. Schläfst du ruhig? Ja. Immer schon seitdem du das Unternehmen übernommen hast, oder musst du sich das erst eingrooven, dass du entspannt damit? Das musste ich auf jeden Fall erstmal eingerufen. Das war natürlich am Anfang so, dass man nicht so ruhig geschlafen hat, einfach weil man auch sehr viel gearbeitet hat. Ja, Also ich ja, sag mal ja. von 5 Uhr morgens bis teilweise 11, 12 Uhr abends. Aber wie lange hält man sowas durch? 2, 3 Jahre, sag ich mal. Also das merkt man dann schon auf jeden Fall. Das hinterlässt natürlich auch Spuren und das war natürlich dann, war jetzt ja auch nicht durchgängig, waren auch mal, ich sag mal, Tage dazwischen, wo man da wirklich mal ein bisschen zurückgefahren hat. Aber am Anfang ist natürlich auch einfach, was ein ganz entscheidender Punkt ist, natürlich auch einfach die Angst, die einen umtreibt. Ne? Sozusagen, schaffe ich das? Kann ich die Arbeitsplätze halten? Respektive, wie geht es weiter? Vielleicht hängen ja auch Kinder, Familien dahinter. Das ist ja nun mal so einfach als Arbeitgeber. Und wie läuft das mit unserer Familie? Geht das mit der Firma weiter? Bleiben die Auftraggeber bei? Und das sind natürlich alles Fragen, die einen umtreiben. Und das ist natürlich dann erstmal, da muss man auch erstmal vom Mindset, sag ich mal, sich so ein bisschen umstellen, umpolen. Und Weil hattest du das irgendwie, oder bist du so einfach ins kalte Wasser geworfen worden und das ist entstanden, dieses Mindset dahinter? das ist ins kalte Wasser geworden, oder ich bin ins kalte Wasser geworfen worden in dem Sinne. Also auch was das angeht, das hat man ja jetzt vorher, das ist ja letztendlich immer auch mit dem Setting oder mit den Umständen, in denen man gefangen ist, in dem Sinne, in dem man sich befindet. Und das kommt, das entwickelt man ja letztendlich. Ne? Also auch mit den Erfahrungen, die man über die Jahre macht in seinem Leben, entwickelst du letztendlich auch eine gewisse Resilienz oder ein Mindset. Das kommt ja jetzt nicht von jetzt auf gleich. Und das war natürlich damals erstmal ein bisschen Neuland, sagen wir es mal so. Ne? Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Mensch, Probleme her damit, habe ich Bock drauf. Mittlerweile ist es so natürlich, desto größere Probleme man löst, desto würde ich sagen, erfolgreicher ist man eigentlich. Ne? Weil wenn du die kleinen Probleme immer sofort löst, schnell, dann hast du nicht so viele große Probleme. Aber das ist halt immer so, ja, ich sag mal, macht Spaß. Sag ich mal so. Also, sonst wird es, glaube ich, auch langweilig. Und seit wann hat das angefangen, Spaß zu machen? Also waren es diese 2, 3 Jahre, wo du gesagt hast, bis du drin warst, richtig, dass es richtig Bock gemacht hat? Oder wo hast du gemerkt, irgendwie, das ist meins? Ich habe das vorher schon gemerkt. Ich habe mir natürlich mal nach dem Abitur, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was mache ich? Ja, Wusste ja. natürlich, dass ich die Möglichkeit hätte, in die Firma mit einzusteigen. Aber mein Vater hat immer gesagt, mach das nur, wenn du richtig Bock drauf hast. Ja, Das ist ja auch ja, ein richtiger was total Ansatz. sinnvoll ist, ja. Ja, gut, viele machen das ja, Mensch, oder der Vater sagt ja auch, Mensch, ich muss sozusagen, oder ich würde mich freuen, wenn du in die Firma kommst, Ja. unabhängig jetzt davon, ob dir Spaß macht oder keinen Spaß macht. Aber das war für mich immer so ein Punkt. Ich finde das total cool, die Thematik, macht es total viel Spaß, weil du hast halt einen guten Rhythmus aus, du hast verschiedene Kunden, sowohl im privaten Sektor als auch im öffentlichen Sektor. Dann hast du natürlich auch Großkunden, wie jetzt Deutsche Bahn oder Hauswohnungsverwaltung. Und du hast letztendlich, also ich könnte zum Beispiel 50% draußen arbeiten, 50% im Büro. Ja, Oder okay. auch 30% draußen, 70% im Büro. Ja, Und das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß. Ne? ja, Du hast ja. mal die Möglichkeit, ein bisschen rauszukommen, sitzt nicht nur im Büro, weil das wäre für mich zum Beispiel nichts, also Ja, hätte ich keine Lust zu. Und so hast du mal die Möglichkeit, im Prinzip rauszufahren, mal zur Baustelle zu fahren. Baumkontrollen machen wir auch viel, Baumgutachten. ja. Das ist letztendlich auch ein Thema, was letztendlich in den letzten Jahren durch den Klimawandel immer mehr geworden ist. Ne? Ja. Das wird immer gefragter denn je, wird immer wichtiger. Also die Kommunen, die sind da mittlerweile auch sehr sensibilisiert für und die Ja, Privatkunden sowieso tatsächlich. Also das ist natürlich auch gerade wenn du so eine alte Eiche im Garten stehen hast, was am besten noch die Oma oder der Uropa gepflanzt hat, was weiß ich, dann hast du natürlich auch dementsprechend so eine gewisse Sympathie zu den Bäumen. Und das wird immer wichtiger. Ne? wie ist da so das Verhältnis zwischen Privat- und Geschäftskunden? Das haben wir immer, also ich habe damals, wir waren damals noch nicht in der Deutschen Bahn. Ja. Wir haben damals hauptsächlich den privaten Sektor bedient tatsächlich. Und da waren wir letztendlich auch gut aufgestellt, so mit 12, 13 Mitarbeitern. Und Ja. dann wurde es natürlich, als wir die Hausverwaltung dazugenommen haben, die öffentlichen Auftraggeber dazugenommen haben und die Deutsche Bahn, wurde es halt immer mehr. Ne? Und dann hast du dementsprechend, ich sag mal,
aber das ist ein bisschen aufgeteilt, 30, 30, 40, so neben drin. Okay, ne? Okay. Also 40% Deutsche Bahn, 30% Hausverwaltung, Wohnungsverwaltung und dann nochmal 30% Deutsche Bahn. Ne? Okay, also okay. Dass sozusagen sehr ausgewogen ist, ne? Das ja, ist wichtig, ja. Dass du sozusagen diese Großkundenabhängigkeit hast. Warum zweimal Deutsche Bahn? Also 30, 30, 40? 30%, also 40% Deutsche Bahn. Ja. 30% Hausverwaltung, öffentliche Auftraggeber, wie zum Beispiel Umweltbetrieb Bremen, okay, und 30% privat. Okay. Habe ich jetzt nochmal Deutsche Bahn gesagt? Okay, ja, ich war noch kurz. Ja. Okay, vielleicht, weil ich das gar nicht so deutlich gefragt habe, was genau macht ihr dann alles? Also du hast ein paar Sachen schon aufgezählt, Baumpflege, Gutachten, wie ist das, wenn mein Baum umkippt nach einem Sturm? Kann ich euch anrufen? Selbstverständlich. Also wir betreuen letztendlich alles im grünen Bereich, sage ich mal so, alles um den grünen Daumen. Wir pflanzen auch Bäume neu. Wir haben auch letztendlich zum Beispiel eine Gartenbauabteilung, Galabau. Aber primär unser Hauptaugenmerk ist letztendlich wirklich die Baumpflege, Baumkontrolle, Gutachten, Managementkonzepte. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Bestand hast mit 10.000 Bäumen, ja, zum Beispiel wie die Gewoba zum Beispiel, sagt die Mensch, wir brauchen hier für alle Baumkataster, ja, Baumgutachten. Dann machen wir sowas, betreuen das letztendlich von der Katasteraufnahme ins digitale Kataster eingetragen bis hin zur Pflege respektive notwendigen Fällung. Wenn du zum Beispiel Fällung hast, weil der Baum nicht mehr verkehrssicher ist, dann betreuen wir letztendlich die ganze Bandbreite. Und das halt von einem Baum privat bis 10, 15.000. Ich glaube, wir haben bei dem Kataster haben wir, glaube ich, 50, 55.000 Bäume. Das ist schon eine Menge auf jeden Klingt Fall. Klingt nach einem Wald. Das ist, glaube ich, ein größerer Wald, sagen wir es mal so. Ja, krass. Zählen auch letztendlich nur Bäume, jetzt nicht 20 cm, sondern wirklich, dass du da 40, 45 cm Durchmesser hast. Ne? Also sind dann schon, ist schon ein bisschen was. Und wenn du weil du es eben angesprochen hast, so ganz langfristig gedacht, kannst du dir vorstellen, dass das in der Familie weitergeht, das Unternehmen, irgendwann? Ja. Auf jeden Fall. Also du hast wahrscheinlich noch viel vor und bist erstmal lange sagen, selbst an Bord. Ich muss noch ein bisschen, habe noch ein bisschen vor mir, ein paar Jahre. Ja. Aber ich habe noch zwei Brüder, wie du weißt. Und mein kleiner Junior, vielleicht wird er auch mal in die Firma mal gucken. Ja. Bin gespannt. Also ist halt, wie gesagt, auch ein Beruf, das ist halt das Schöne, hat man jetzt auch gesehen ja vor ein, zwei Jahren. Wir sind halt relativ, ja wie soll ich sagen, krisensicher in dem Sinne. Weil natürlich unser Geschäft muss immer irgendwie laufen. Also die Bäume müssen gepflegt werden, die müssen kontrolliert werden, auch in einem gewissen Intervall. Ja, also ja. Du musst jedes Jahr im Prinzip, wenn ein gewisses Alter erreicht hat, eine Reifephase ist zum Beispiel oder Alterungsphase, dann musst du halt den Baum jedes Jahr kontrollieren auf die Verkehrssicherheit. Und da hast du dementsprechend, da ist immer Arbeit, genug Arbeit da. Ne? Du hast nie, es wird ja auch immer mehr dementsprechend, mehr Kunden, mehr Bäume und du hast letztendlich nie, dass man sagen kann, wir haben zu wenig Arbeit. Was ist denn das Schwerste, wenn man so in der Familie die nächste Generation das Ruder übernimmt? Ich glaube, die Nachfolge ist allgemein ein wichtiges und schweres Thema. Das sieht man ja auch in Deutschland, dass es immer weniger Nachfolger gibt, dass die Firmen händeringend nach Nachfolgern suchen, wenn es nicht eine eigene Familie ist oder wenn die darauf Lust haben. Ja. Das ist ja heutzutage auch nicht mal gegeben. Und ich glaube, das Schwierigste ist, wenn ich so überlege, wenn ich die Beziehung zu meinem Vater so beobachtet habe oder Revue passieren lasse, dass natürlich auch irgendwo den Anforderungen des Elternteils, dem Vater, der Mutter, wie auch immer, gerecht zu werden, wie die, weil die haben die Firma letztendlich aufgebaut, meistens. Ja. Und das natürlich, dass man das irgendwo natürlich auch mit einem gewissen Respekt zollt, aber letztendlich sich auch irgendwo frei entfalten kann. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, weil das ist, hätte ich die Firma jetzt so weitergeführt, wäre das, glaube ich, sehr schwierig gewesen, wenn das sehr weiterhin so offline-lastig geworden wäre. Ne? Also ich glaube, so dieses komplett Digitalisierte, was ich jetzt letztendlich mache, dass man das Unternehmen mit dem Handy steuern kann, das wäre, glaube ich, für viele oder für meinen Vater erstmal so ein bisschen so utopisch oder schwierig gewesen. Ja, weil das war jetzt einfach nicht gewohnt, was man auch verstehen kann. Aber wir sind es halt einmal anders gewohnt. Ne? Wir haben alles automatisiert, wir haben die Prozesse optimiert, wir haben digitalisiert. Und das ist, glaube ich, so schwieriger, ne? Sozusagen da einfach so einen Konsens zu finden oder einen gemeinsamen Nenner. Gerade wenn beide noch im Unternehmen tätig sind. Ne? Klar, das kann ich mir vorstellen. Das heißt aber nach dem Sprichwort ist es ja, die erste Generation baut es auf, die zweite baut es aus. Das trifft ja auch zu. Ja. Das heißt, deine Übergabe wird jetzt die wichtigste, damit die nächste Generation nicht. Oder ist das einfach ein doofes Sprichwort? Ja, also ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und man hat es ja auch schon oft gesehen, muss man leider sagen, weil das ist natürlich die erste Generation baut es auf. Die zweite hat dann auch noch so ein bisschen Hunger drauf und hat Bock, sag ich mal. Aber so der dritten Generation geht es dann teilweise schon einfach zu gut. Ja. Muss man einfach ganz offen sagen. Da wurde schon gut Geld verdient, wurden vielleicht andere Sachwerte angeschafft, Kapitalanlage und dann ist einfach so ein bisschen so. Also man ist ja auch, ich sag mal, man ist ja auch aus gewissen Gründen da, wo man ist. Und es ist immer einfach, solche gewissen Sachen zu vernachlässigen. Ne, wo man jetzt vielleicht in meinem Beispiel jetzt zum Beispiel vor 6, 7 Jahren wirklich heiß hinterher war, morgens immer da aufstehen, verschiedene Mitarbeiter sozusagen rekrutieren, etc. Das ist natürlich dann
Also man muss immer die gleichen Sachen machen, die man auch schon vor 5, 6 Jahren gemacht hat, sag ich mal, in gewisser Art und Weise. Natürlich nicht alle, aber in gewisser Art und Weise, weil der Trieb muss ja immer noch da sein. Und wenn man das vernachlässigt, gewisse Sachen, dann kann das auch mal schnell kippen. Also im Geschäft, weiß ich ja selber, da muss man halt immer hinterher sein. Und da muss man auch immer up-to-date sein und wissen, sozusagen, wie der Stand ist. Wie rekrutierst du Leute? Tatsächlich nur über Facebook. Echt? Ausschließlich. Wie du rekrutierst Leute nur über Facebook, das hast du noch nie gehört. Ja, nur, ausschließlich. Alles über Facebook. Mit Ads dann und dann? Ja, nur, also ganz normale Ads. Videos werden dann gedreht, Anzeigen geschaltet. Und das funktioniert? Läuft wunderbar, mach seit 5 Jahren nichts anderes. Echt jetzt? Ja. Krass, okay. Wer ist aber wo warst du denn noch? Im Weser-Kurier oder wo suchst du das? Na, klassisch mit Stellenanzeigen oft oder übers persönliche Umfeld. Also das. Ja, persönliche Umfeld finde ich aber mal schwierig tatsächlich. Also ich arbeite ungern mit Freunden zusammen, sage ich mal. Also nicht persönliches Umfeld so, freundemäßig, okay, sondern aber wer kennt wen so ein bisschen. Ja, also okay, das, verstehe. Aber das ist ja auch nicht, das ist ja auch mehr so nach dem Motto, ja okay, das kannst du ja nicht, ich sag mal, du kannst es weder skalieren. Das stimmt. Du kannst nicht hochdrehen und sagen, ich brauche mehr Bewerber. Das ist ultra smart, also deswegen, ich höre ganz aufmerksam zu. Also man muss sagen, das mit den Stellenanzeigen teilweise funktioniert gut. Ja. So einfach, weil in der Branche auch gerade viel Bewegung ist und viele Leute, auch gute Leute auf der Suche sind bei uns. Aber auch wahrscheinlich nicht langfristig. Also ich komme da auf jeden Fall nach dem Interview nochmal auf dich gerne, zu. Gerne. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, ne? Weil letztendlich, wir haben ja auch, ich sag mal, Fachkräftemangel ist ja so ein Sprichwort, was immer viel rumgeht, auch in den Medien. Das sehe ich jetzt nicht so. Also die Mitarbeiter sind natürlich bei größeren Firmen ist was anderes, klar. Ne? Die haben wirklich jetzt, wie zum Beispiel Mercedes, etc., da ist sicherlich ein Thema. Aber ich sag mal, so gerade bei einem kleinen Mittelstand, so mit 50, 60 Mitarbeitern, da findet man immer genügend Leute. Ja, also wenn man sich da wirklich als Firma attraktiv macht, sozusagen viel digitalisiert hat, sich attraktiv nach außen darstellt, etc., dann findest du immer Leute. Ja. So, wir haben in den besten, oder ich sag mal, in den letzten 5, 6 Jahren haben wir jedes Jahr, ist jetzt für uns ist es viel, einige würden sagen, Mensch, super wenig, aber für haben wir jedes Jahr ungefähr 8 bis 10 Mitarbeiter eingestellt. Und das ist natürlich für so eine alte oder ich sag mal eine Dienstleistung im Handwerk, ist das halt schon viel, ist nicht wenig. Ne? Ja, und das ist halt, da findet man immer Leute. Also wir haben nie Probleme damit gehabt, eigentlich keine guten Mitarbeiter zu finden. Naja, okay. Ja, bei unserem Partner des Podcasts Karriere Bremen kann man immer gut Jobs und Stellen finden. Was aber interessant ist, die haben herausgefunden, dass viele, wenn sie sich bewerben, im Umkreis von 20 bis 30 Kilometer bleiben. Der Großteil der Leute. Und das finde ich, also vielleicht liegt es auch daran, also ich kann mir ganz viel vorstellen irgendwie und würde mich aber auf gar keinen Fall auf 20, 30 Kilometer begrenzen. Aber nimmst du das auch wahr oder kommen die Leute irgendwie eher von weiter weg? Nee, das passt bei uns auf jeden Fall. Also dieser Radius, wenn mal 20, 30 ist, glaube ich, passt genau tatsächlich. Okay, weil die Leute natürlich auch, hängt natürlich auch viel damit zusammen, kriege ich jetzt vom Arbeitgeber zum Beispiel noch einen Tankgutschein etc. Ja. Das ist ja für viele auch. Kriegt man von dir noch einen Tankgutschein? Ja. Also nicht alle natürlich, aber ein paar, klar, kriegen Tankgutscheine. Aber du hast natürlich, oder haben Firmenwagen in dem Sinne, aber du hast natürlich, ein ganz entscheidender Punkt ist, glaube ich, heutzutage auch einfach tanken. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Auto tanken, das ist ja auch nicht mehr so, dass man sagen kann, Mensch, ich tanke jetzt einen Liter Diesel für 90 Cent. Das ist ja mittlerweile das Doppelte. Klar, oder klar, Dreifache. Klar. Ja, deswegen muss man das berücksichtigen. Aber das ist oder man nimmt so einen leisen E-Wagen wie von Mercedes hier jetzt einfach. Genau. Kann man sich schön unterhalten, braucht nicht tanken, sondern Strom kostet auch nicht günstig. Strom kostet auch nicht günstig, aber es gibt hier ganz viele spannende Angebote, wo man mit Strom fahren kann. Ist schon so 20, 30 Kilometer kommt, glaube ich, schon hin. Das passt schon. Das ist so ein gutes Maß, wo viele noch sagen, ist ja auch die Anreise dann morgens. Ne? Wenn man dann im Prinzip eine Stunde wirklich zur Arbeit fahren muss. Schwierig. Machen, glaube ich, haben auch nicht mehr. Hat auch, glaube ich, nicht jeder Bock drauf, muss man auch sagen, ganz ehrlich sagen. Ne? Klar. Was fährst du selbst für ein Auto? Eine G-Klasse von Mercedes tatsächlich. Okay. Das passt natürlich sehr, sehr gut. Ja. Den Motor sage ich jetzt nicht, aber. Och, das ist ja Teil des Sortiments. Das heißt, aber du bist total drin. Wie viel? Urlaub kannst du dir eigentlich so nehmen im Jahr? Oder kannst du überhaupt mal so 2, 3 Tage dich ganz rausziehen? Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass natürlich das Unternehmen jetzt wirklich digital aufgestellt hat und einfach alles vom Handy aus steuern kann, klar, man natürlich gewisse Themen, die muss man immer persönlich vor Ort besprechen. Da muss man persönlich vor Ort sein, aber das geht auf jeden Fall schon. Ich finde es eher schwierig, mich dann wirklich auch rauszunehmen, zu machen. Das meine ich. Ich müsste es nicht machen, aber ich könnte es auch mal 2, 3 Tage liegen lassen oder nach dem Urlaub machen, aber ich finde es halt ganz, ganz schwierig, im Urlaub wirklich nichts zu machen. Also das ist für mich, das halte ich fast gar nicht aus. Ist das eine Sucht? Ja, schon ein bisschen. was willst du so noch erreichen die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Ja, wir planen jetzt gerade einen Neubau tatsächlich in Euthen.
Ja. Das wird so das nächste Projekt für die nächsten 2 respektive 3 Jahre ungefähr. Da sitzen wir gerade dran, da sind wir jetzt dabei, wir haben ein Grundstück gekauft in Olten. 2 Hektar, relativ groß, direkt am Bremer Kreuz. Und da planen wir jetzt gerade einen Neubau mit einem neuen Bürogebäude, neue Hallen, etc. Das wird immer so das nächste Projekt, zumindest erstmal so, ich sag mal, für die nächste Dekade. Und dann mal schauen. Sozusagen, also das ist ja den Fuhrpark weiter ausbauen, die Struktur noch ein bisschen optimieren, da ist ja immer letztendlich Handlungsbedarf. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt gerade ein spannendes Thema, dass die Angebote von uns schreibt eine künstliche Intelligenz. Das ist natürlich, da haben wir uns mal eben eine Kollegin im Büro gespart in dem Sinne. Ja, das ist dann auch mal eben das Bruttogehalt, was man sich im Jahr ausrechnen kann. Ja, was man dann mal eben einspart, weil die hat wirklich den ganzen Tag nur Angebote geschrieben. Ja. Das ist halt schon. Wie ist da die Annahmequote, wenn ihr ein Angebot schreibt? Wie viele werden dann angenommen? 8 von 10. Okay. 7 von 10. Ja, also ist auf jeden Fall eine ganz gute Quote. Ja, okay. Wer oder was inspiriert dich denn? Also es gibt verschiedene Unternehmenspersönlichkeiten, wie zum Beispiel Richard Branson, finde ich wahnsinnig interessant. Ja. Ein super cooler Unternehmer. Ja. Dann ein guter Freund von mir, Matthias Aumann, der mir auch sehr, sehr viel geholfen hat in den letzten Jahren. Der hat mich sehr inspiriert und hat mich ja sehr oder in vielen Sachen an die Hand genommen auf jeden Fall. Und natürlich auch mein Vater, definitiv. Was der aufgebaut hat die letzten Jahre oder vor meiner Zeit in dem Sinne. Meine Mutter auch, klar, aber es ist zwar unternehmerisch gesehen, in dem Sinne mein Vater. Das sind so die, natürlich noch ein paar andere Unternehmen, Steve Jobs, sowas, das sind natürlich immer die Biografien oder Elon Musk, die habe ich halt viel gelesen, damals immer, also das, damals immer sehr viel gelesen. Bevor du eingestiegen bist? Nee, dann direkt im Prinzip damit angefangen. Okay. Das war, ich weiß noch, da hat Matthias, also mein Freund Matthias auch mal, der hat mir das erste Buch empfohlen, das Café am Rande der Welt. Ja, klar. Das war so mal das, klar. Ja, das kennt doch jeder. Aber das war so das erste Buch, was ich gelesen habe, so damals so ein bisschen zum Bereich Persönlichkeitsentwicklung, da zieht das ja so ein bisschen mit rein. Und das hat mich wahnsinnig, also hat mich inspiriert, das hat so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Blut geleckt und da habe ich wirklich Bücher verschlungen. Also auch gerade was Mitarbeiter, Onboarding, Führung, musste ich ja irgendwo auch, weil ich konnte es mir ja irgendwo im realen Leben aneignen, aber ich musste ja irgendwo auch ein bisschen sozusagen ein bisschen vorgreifen. Klar. Weil im Studium lernst du was natürlich absolut nicht. Was hast du so neben der Schule auch viel gelesen damals und neben dem Studium? Nee, tatsächlich gar nicht. Was warst du für ein Schüler? Schlechter Durchschnitt. Schlechter Durchschnitt. Okay. Schlechter Durchschnitt. Ja, viel Scheiße gebaut auch so in der Schule oder lieber Na, ich Typ bin gewesen. Ja, ich war ja erst in Olten auf der Schule. Ja. Und dann sind wir ja umgezogen. Also wir haben erst in Oberneuland gewohnt, dann sind wir nach Olten gezogen und dann bin ich von Olten wieder nach Oberneuland gezogen. Ja. Und dann war ich in Olten auf der Schule. Das war eine schlechte Realschule. Ja. Eine gute Hauptschule schon fast, so nach dem Motto. Und dann bin ich aufs ÖG gewechselt und da ging das eigentlich. Also Scheiße gebaut nicht, aber halt einfach kein guter Schüler. Okay. Also ich bin auch einmal sitzen geblieben, habe mich dann mehr oder weniger so durchgemogelt. Ja, okay. Das zeigt aber mal wieder irgendwie, wenn man wie du dann irgendwie seine Passion findet, hat das nichts zu sagen, dass man später weniger erfolgreich absolut. Wird im Leben, auch wenn es natürlich Sinn macht in der Schule. Würde ich sagen, gut zu sein. Hat mein hier Matthias hat ein cooles Buch zugeschrieben. Ja. Nicht schulklug, sondern straßenschlau. Ja. Das passt, finde ich. Ein bisschen so. Ich glaube, dass die Sachen, die ja abgefordert werden im unternehmerischen Dasein oder im unternehmerischen Dasein, dass die ganz anders sind als in der Schule. Das trifft es, glaube ich. Ich glaube, es gibt einfach zwei Welten. Ich glaube, fürs Unternehmerische ist es jetzt nicht zwingend erforderlich für den Rest des Lebens, aber macht das Schulische schon einiges her. Ja. Das ist definitiv eine gute Grundlage, ne, für gewisse Sachen. Natürlich. Das bringt es auf den Punkt. Klar. Du, ich würde gerne noch viel, viel länger mit dir schnacken. Wir machen bestimmt irgendwann noch mal eine zweite Folge. Die Zeit ist aber abgelaufen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den interessanten Einblick und bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, danke euch. Freue mich aufs nächste Mal.